Tempos sind Müll. Jeder weiß das, hat ein Tempo in der Jeanshose, schmeißt die in die Waschmaschine, das Tempo kommt da wieder raus. Das zersetzt sich ja nicht. Und wenn ich sagen will, ich finde das scheiße, dann will ich das auch so sagen, dann werde ich das auch so sagen. Mein Name ist Birgit Schardt und ich habe vor 3 Jahren die City Cleaners Germany gegründet, eine Initiative, die sich darum kümmert, den Müll aus der Landschaft zu holen. Seit genau 5 Jahren sammle ich jetzt tatsächlich Müll auf. Ich habe mal einen Spaziergänger gefragt, beziehungsweise der sah, dass ich ein Tempo aufnahm. Und der sagte wirklich, ach, das ist doch in 3, 4 Tagen, ist das doch weg. Da habe ich gesagt, nein, 3, 4 Jahren vielleicht. Und dann ist es auch nicht wirklich weg. Das war kein Plan. Eigentlich bin ich durch meinen Hund dazu gekommen. Durch tägliche Spaziergänge fiel mir dann irgendwann tatsächlich erst auf, dass ich an einer Zigarettenschachtel vorbeilaufe. Und zwar 3 geschlagene Tage hintereinander. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass wenn ich die jetzt nicht aufhebe, das wahrscheinlich keiner tut. Und anstatt mich weiter darüber zu ärgern, dass die da liegt, habe ich sie dann am 4. Tag tatsächlich mitgenommen. Und so begann, wie ich immer sage, meine Müllsammelkarriere. Plastik ist tatsächlich erst seit circa 5 Jahren bei mir auf dem Schirm gekommen. Plastikmüll, nein, danke. Es ist nicht so, dass sich jeder davor verschließen kann, die Augen zumachen kann und sagen kann, ja, ich kann eh nichts ändern. Dafür stehe ich jetzt tatsächlich hier in diesem Fall. Doch, man kann als Sprachrohr zumindest fungieren und anderen Leuten die Aufmerksamkeit darauf lenken, dass es ein Problem ist und jeder kann was dafür tun, dass es nicht so ist. Also das erschließt sich mir nicht, ne? Ich meine, wenn ich jetzt ein Baby habe und den Schnuller verliere, ja, und jemand anders findet den, warum hänge ich den in den Baum? Denke ich denn tatsächlich, die Mutter kommt zurück? Und sucht ihren Schnuller oder nicht? Ich mache einfach mal was. Und ich versuche, Leute mitzureißen und Leute auch irgendwo mit aufzuklären. Und das scheine ich einigermaßen erfolgreich irgendwie hinzukriegen. Und das ist ganz schön. Luftentfeuchter, okay. Das mag von Schiffen kommen oder auch nicht. Eigentlich sammelt sich hier am Kanal alles, was man so im Hausmüll findet. Gott sei Dank bin ich da. Die ist auch nur noch fast halb voll. Das heißt, wir haben auch noch schöne Food Waste, wenn man so will, ne? Drink Waste. Pfand hätten wir auch noch 25 Cent dabei. Ich bin nicht stolz, geschwellter Brust, wie ich das heute vielleicht tue, durch die Lande marschiert und habe den Müll aufgesammelt. Ich habe das tatsächlich auch nur dann gemacht, wenn gerade keiner geguckt hat. Mein Mann hat damals das Ganze mit großem Argwohn beobachtet und mir auch gesagt, Mensch, du bist selbstständig, das ist peinlich und stell dir vor, dich sieht ein Kunde da im Graben rumrutschen. Ich habe das dann kurz reflektiert und überdacht. Nach einer Zeit habe ich dann gemerkt, ach du lieber Himmel, ich schleppe hier aus den Wäldern säckeweise Müll, das ist echt ein Drama. Bin dann trotz allem zu dem Entschluss gekommen, dass ich das Richtige tue und bin eigentlich dann beharrlich dabei geblieben. Anstandsmäßig wird der Kot in diese Beutelchen gepackt und dann einmal in den nächstgelegenen Wald oder Baum oder Ast geworfen, wo er dann die nächsten Jahre dann vor sich hin vegetiert. Ich hatte natürlich als Hundehalterin immer eine Hundetüte dabei und fortan bin ich dann mit einer extra Mülltüte losgezogen. Damals hatte man noch die Schubladen voller Plastiktüten. Das wäre der zweite Eimer. Die dann leider meist auch gefüllt wieder mit nach Hause kamen. Also der spannendste Fund für mich persönlich war eigentlich der, als wir einen aufgebrochenen Safe gefunden haben. Es waren leere Schmuckschatullen drin, Harley-Schlüssel, Autoschlüssel, Dokumente, Reisepässe. Ich habe dann natürlich die Polizei verständigt, aber parallel dazu dann auch die Dame vom Reisepass kontaktiert. Sie wollte natürlich wissen, wo lag der denn, wo haben Sie den gefunden? Habe ich ihr den Ort gesagt und da war sie super erstaunt, weil sie sagt, mein Gott, da bin ich seit 5 Jahren, einmal in der Woche bin ich diese Strecke gefahren und hatte keine Ahnung, dass ich wirklich 5 Meter weiter, dass mein Tresor da im Graben lag. Ne? Also es war schon eine spannende Geschichte. Kann ich nicht lesen. Schade. Auch schon ein bisschen älter. Für mich als Vegetarier war es nicht so schön, als ich mal 2 abgehackte Schweineköpfe am Wegesrand gefunden habe, die da sicherlich nicht hingehörten. Hundescheiß in Tüten, ja. Es gibt tatsächlich auch Leute, die in solchen Cleanup-Gruppen aktiv sind, die auch schon mal schlimmere Sachen gefunden haben, wie zum Beispiel meine Leiche. Das ist tatsächlich auch schon 2-mal passiert. Aber das ist mir Gott sei Dank noch nicht widerfahren und möchte ich auch nicht erleben. Ja, glaube ich auch. Also ich beklage mich immer, dass meine Familie das komplett ignoriert, was nicht heißt, dass die mich jeden Tag beklatschen müssen. Meine Tochter sagt dann, ich kriege das schon mit und ich weiß, finde das auch toll, was jetzt nicht heißt, dass sie sehr nachhaltig einkauft im Sinne von Süßigkeiten. Die realisieren das und ist auch gut, ich muss jetzt nicht den ganzen Tag beklatscht werden. Also, alles gut. Letztens habe ich irgendwo gelesen, dass aus einem Pinguin eine Maske geschnitten wurde und was da alles für Lebewesen dran krepieren. Aber ich weiß, dass ich diese Maske jetzt hier raushole. Und möglicherweise einem Tier das Leben gerettet habe. Und wenn nicht, egal.
dann ist es zumindest etwas Mikroplastik mehr oder weniger. Irgendwann, so Ende Oktober, als ich abzeichnete, dass wir diesen leichten Lockdown haben würden im November, kam mir die Idee, dass ich meine Leute beschäftigen will, also meine 1200 Saubermacher. Wir haben dann tatsächlich am 30. November abschließen können mit der wahnsinnigen Zahl von 9.348 gefundenen Masken. Allein im November, also da geht noch einiges. War doch noch ein bisschen ergiebig hier, aber da hatte ich auch nicht wirklich Zweifel, muss ich gestehen. Ich möchte an irgendeinem Tag X nicht dastehen, zurückblicken und sagen, ach du lieber Himmel, wo sind wir hingekommen? An diesem Tag X kann ich zumindest für mich persönlich sagen, okay, ich habe wirklich getan, was in meinen Kräften stand und ich habe es versucht und ich werde die Welt nicht retten, aber viele Leute zusammen können das Gesicht schon verändern, dieser Welt und dieser Thematik, und ich hoffe einfach, dass sich da noch viele finden. Kinder verstehen das, die gucken immer betreten. Ja, fette Beute.